In einer Mischung aus Storytelling und Gespräch taucht dieser Podcast ab, tief hinein in Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. So tief, wie es geht. Daher kommt auch der Name. 11 Kilometer sind es bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde, dem Marianengraben im westlichen Pazifischen Ozean. Macht mal kurz die Augen zu und stellt euch jetzt mal wen vor, der richtig großer Fan von Donald Trump ist. Wer von euch hatte jetzt ein Bild im Kopf von einer Drag Queen im Glitzerkostüm? Vermutlich nicht so viele. Das könnte sich mit dieser 11KM-Folge ändern. Das ist Viktoria Michalczak und hier ist der Podcast-Podcast von Detektor FM. Unser heutiger Tipp ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Der große Unterschied zur 20 Uhr Tagesschau im Fernsehen: statt einer kurzen Übersicht der wichtigsten Ereignisse geht's hier jeweils immer nur um ein Thema. Anfang des Jahres ist 11KM an den Start gegangen. Der Podcast erscheint montags bis freitags. Da geht es zum Beispiel um eine Drag Queen, die mit Gesangs- und Tanzeinlagen für Donald Trump wirbt. Mit der USA-Korrespondentin Kerstin Klein spricht Michalczak darüber, was junge Rechte in den USA antreibt. Es gibt so viele rechte Influencer hier in den USA, die diese ganze Bewegung, auch die Verschwörungstheorien online verbreiten und salonfähig machen und pushen. Steve Bannon ist ja das bekannteste Beispiel, ne? Alex Jones ist auch einer der ganz Großen. Und da kommt eben auch eine neue Generation nach. Also ne, Steve Bannon, Alex Jones, weiße Männer. Aber da kommen jetzt eben auch wie Savannah junge People of Color nach, die eben genau dasselbe verbreiten, aber mit einer anderen Glaubwürdigkeit vielleicht auch in andere Communities hinein. Journalistinnen und Journalisten teilen in diesem Podcast ihre wichtigsten Recherchen. Über Hass im Netz, über Gewalt in der Kita, über künstliche Intelligenz. Antonius Kempmann bringt die Geschichte von Stanislav Schmeissner mit, genannt Schlomo. Er hat den Holocaust überlebt, weil er mit Gold umgehen konnte. Was haben Sie denn da als Goldschmied gemacht? Ringe, Monogramme, verschiedene Sachen. Es gibt einen unglaublichen Anfall auf einmal von Schmuck, von Gold, von Dingen, die Leute halt so dabei haben. Und dann gibt es natürlich auch noch eine sehr makabre Quelle, gibt es natürlich auch noch die Goldzähne, die Leute in den Mündern haben. Das heißt, die Arbeitsjuden, die die Gaskammern ausleeren müssen und die Leichen dort entnehmen, die werden dann auch zusätzlich noch beauftragt, allen Toten die Goldzähne herauszubrechen. Und diese Goldzähne, die landen dann wiederum in Schlomos Werkstatt und er wird damit beauftragt, das Gold einzuschmelzen und daraus Gold herzustellen. Für die SS-Leute oder für wen? Für die SS, nur für die SS. Das heißt, er wird dann Teil dieser Verwertungsmaschinerie. Mhm. Und das ist das, was er tun muss, um zu überleben. So überlebt er. Boah, Antonius. Puh. Das ist so hart, oder? Ich finde es echt... Oh. Da musste ich mal ganz kurz ganz doll schlucken. Ja, das ging uns auch oft so. 11KM erzählt mehr als das, was man in der Tagesschau erfährt. Der Podcast ist kein klassischer Nachrichtenpodcast, sondern soll jungen Leuten Lust machen auf die investigativen Recherchen der ARD. Übrigens, zu jeder Folge findet man auch eine passende Doku in der ARD-Mediathek. Und wer 11KM hört, besitzt bestimmt auch ein wasserfestes Smartphone. Das war der heutige Podcast-Tipp von Detektor FM für euch. Wenn ihr mehr Empfehlungen von uns wollt, abonniert uns auf Castbox, AudioNow, Podimo, Pocketcasts oder Castro. Lasst uns ein Like oder einen Kommentar da. Wir freuen uns immer über euren Input. Clara Striezinger hat diesen Tipp geschrieben, Redaktion Joana Voss und Doreen Rothmann, Moderation Ina Lebedjew, Produktion Tim Schmutzler. Morgen sprechen wir an dieser Stelle über den Podcast In aller Ruhe, Caroline Ehmke im Gespräch. Wir hören uns.